Guten Morgen aus San Francisco. Wir sind bereits schon unterwegs, wir haben einen Uber genommen und sind jetzt in einem Buchladen-Café. Die haben hier einen wunderschönen Garten. Ich werde euch diesen schnell zeigen. Ich drehe so die Kamera. Ich hoffe, es wird euch nicht übel dabei. Ich finde den Garten so wunderschön. Das macht einem richtig an, hier einen Kaffee zu trinken. Eine super Idee. Wir sind rausgefahren jetzt zu der Murphy Windmühle. Und das ist direkt am Strand, am Meer. Und wir gehen jetzt da der Düne ein bisschen nach. Und schauen uns das Meer an. Es ist nicht sehr warm, etwas windig. Aber trotzdem angenehm. Wir sind nun über die Düne gelaufen und jetzt sieht man das Meer. Es hat mir leider ein bisschen Wind. Ich habe das Mikrofon natürlich bereitgestellt und wieder mal nicht mitgenommen. Hier sieht man noch Seemöwen. Und wenn wir Glück haben, sehen wir vielleicht auch noch Pelikane. Heute Morgen hätte ich noch nicht gedacht, dass ich heute am Strand stehe, barfuß im Sand. Aber ich glaube, ich gehe hier nicht ins Wasser. Vielleicht seht ihr das. Es ist alles voll Schaum hier, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht nur von Algen und der Luft mit der Strömung zusammen. Aber das macht mich jetzt gar nicht an. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, hier rauszufahren. Hier sind die versprochenen Pelikane. Wir sind jetzt bei der Windmühle angekommen. Gehen diese noch anschauen. Wenn ich mich umdrehe, es hat wunderschöne Bäume hier. Die müssen auch hier spritzen, wie ich das gleich sehe. Und da ist noch ein lustiges Café in einem Wagen in der Straße. Ich blende euch dann noch ein Foto von vorne ein. Mitten im Park steht einfach diese Mühle. Dazu. Diese Mühle steht am Anfang des Golden Gate Parks und anscheinend wurde mit dieser Mühle Wasser gepumpt. Wegen dem Restaurant sind wir eigentlich hingefahren. Es heißt sehr gut. Cookfish & Co. Ich lasse es euch wissen, wie es geschmeckt hat. Wir haben jetzt da an der Theke bestellt. Und da haben wir so ein Tablet bekommen und einen Piepser. Und wenn der losgeht, kann ich mein Menü abholen. Und hier seht ihr, was ich bestellt habe und was ich das so kostet. Ist nicht ganz günstig, aber ich hoffe, sie ist gut. Das sind jetzt die Fish and Chips und Avocados frittiert in Tacos. Ja. Das sieht sehr, sehr fein aus. Ich fahre jetzt weiter, wieder in einem Uber zum Walt Disney Museum. Ich nehme euch dahin mit. Ich stehe jetzt vor dem Walt Disney Museum und von hier runter hat man eine wunderschöne Aussicht zu Alcatraz. Musik.
Das war dann noch Kameras, wenn ich denke, wie klein das meine heute ist. Bewegende Bilder, fast wie bei Harry Potter. Mit den Instrumenten könnte man einen Film vertonen, zumindest die Geräusche machen. Das ist die Aussicht aus dem Museum auf die Golden Gate Bridge. Leider ist das Wetter heute nicht ganz so schön. Wir sind jetzt im zweiten Teil des Museums, da geht es um das Dschungelbuch. Das ist ganz spannend gemacht. Es gibt Teile, die darf man nicht filmen, weil da wird animiert. Aber es ist wirklich ganz gut gemacht.